Es sind 2 Wochen ins Land gegangen und wir haben heute die 59. Folge von 400. Heute ist der 25.02.2017 und vor 100 Jahren ist der 25.02.1917. Ich bin Silke und ich habe euch da draußen auch lieb. 25. Februar 1917. Die Sonne lässt sich nicht blicken und ein wenig Schnee bleibt bei leichten Plusgraden nicht lange liegen. Ja, vielen Dank an Silke und Kirsten für einmal das Intro und die Wetteransage. Mein Name ist Steffen und gegenüber sitzt der einzigartige Luis mit einem Glas Whisky in der Hand. Ja, und wie ihr jetzt schon gehört habt, normalerweise kommt das Wetter ja später. Heute in der Folge ist alles anders. Oh mein Gott. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt groß rumschwafeln und erklären, machen wir das doch einfach in den Hausmeisterthemen. Richtig, Hausmeisterthemen. Steffens geliebte Eieruhr. Ich liebkose sie jeden Abend. Und er stellt sie gerade, man hört es, die geht 2 Minuten, weil Podcaster reden sehr gerne über sich selber und wir sind keine Ausnahme. Wir möchten aber über die Themen von vor 100 Jahren berichten, nicht über uns selber und deswegen beschränken wir uns selber auf 2 Minuten. Wobei, Luis, wir nicht minder interessant sind. Das hast du gesagt. Beschwerden bitte at steffen@vor100.de. So. Fanbriefe bitte an steffen@vor100.de ebenfalls. Ihr seht, es macht Sinn, diese 2-Minuten-Grenze einzuführen, weil das könnten wir jetzt ewig so weitermachen. Warum ist heute alles anders, Steffen? Wir haben einen Beitrag in dieser Folge, den wir vor einer Woche aufgenommen haben und auch vor einer Woche live gesendet haben, nämlich zu Night of the Pods. Man kann sich das so vorstellen, das ist ein großes Event, ein Festival der Podcasts, wo 24 Podcaster für jeweils eine halbe Stunde einen Beitrag senden, live. Und das wird dann nochmal aufgenommen und veröffentlicht. Mhm. Unser Beitrag wurde auch schon veröffentlicht bei der Pod-WG. Und wir haben das aber auch so aufgenommen, dass wir das in dieser Folge heute auch nochmal mit verwenden können. Das heißt, im Anschluss kommt nochmal ein Intro und ein Wetter und alles. Genau. Wir haben alles nochmal. Und zwar... Diesmal, wir haben versucht, was anders ist als sonst. Wir reden nur über einen Tag von vor 100 Jahren, nicht über 2 Wochen. Über den 18.02.1917. Anschließend, nach dem Teil von Night of the Pods. Lass den Satz noch beenden. Anschließend, nach dem Teil von Night of the Pods, haben wir noch einen Filmteil. Das heißt, alle, die diesen Night of the Pods Beitrag schon gehört haben, dranbleiben oder vorspulen zum Filmteil. Ich habe einen Film gesehen und berichte allen Zeitreisenden und dem Luis, was ich da gesehen habe. Lohnt sich. Ja. Bevor wir aber den Night of the Pods Beitrag einspielen, haben wir noch 2 Sachen, auf die wir unbedingt eingehen wollen. Nummer 1. Der Max hatte in der letzten Folge das Zimmermann-Telegramm vorgelesen. Das war unser Einsprecher. Genau. Grob gesagt ging es darum, dass das Deutsche Reich an die Botschaft in Mexiko geschrieben hat. An die deutsche Botschaft selber. Deutsche Botschaft, dass demnächst ein U-Boot-Krieg von Deutschland gestartet wird, ein uneingeschränkter. Und das sein könnte, dass die USA das nicht gut finden und in den Krieg eintreten werden. Gegen Deutschland. Gegen Deutschland. Und in dem Fall soll doch bitte die deutsche Botschaft in Mexiko überreden, gegen die USA in den Krieg einzutreten. Das ist so ungefähr, grob gesagt, dieses Telegramm, um das es geht. Und der Max hat uns diesen Einsprecher des Telegramms gemacht und uns gefragt. Und zwar, wir haben doch Krieg. Man muss ja irgendwie diese Nachricht nach Mexiko kriegen. Wie macht man das? Weil WhatsApp gab es ja nicht, so platt ausgedrückt. Und eine Brieftaube wäre auch eine zu weite Strecke. Und dann ist ja das Problem, nehmen wir mal an, wir nehmen Telegrammkabel, das wird ja irgendwie über England laufen und die Engländer werden ja nicht sagen, ach, liebe Deutschen, bitte nehmt unsere Kabel, um euch Freunde für den Kriegsfall der Vereinigten Staaten zu organisieren. Das werden die Engländer ja nicht erlauben. So, wie organisiert man das technisch, dieses Telegramm nach Mexiko zu kriegen? Und die Frage fanden wir gut und wir würden einfach nur mal gern sagen, wie man das macht. Also nehmen wir mal an, wir sind Deutschland, wir wollen jetzt Peru überreden, für uns in den Krieg einzuziehen. Wie mache ich das? Ne? Wir können jetzt nicht einfach ein Schiff hinschicken, Brieftaube geht nicht, WhatsApp gab es nicht, E-Mail auch nicht. Und man schickt ein Telegramm. Und die Frage ist ja, welche Leitung? Weil die Deutschen hatten ja keine eigenen Leitungen, sondern die mussten ja eine andere bekommen unterm Atlantik und die englischen fallen aus. Welche nimmt man dann von vor 100 Jahren? Man nimmt eine möglichst neutrale Leitung. Genau, und
zum Beispiel Schweden war ja noch neutral. Das heißt, man konnte auf jeden Fall Nachrichten nach Schweden schicken. Das war ja kein Problem. Und es gab halt auch Telegrammleitungen von Schweden nach Amerika, die sogar für Deutschland reserviert wurden, aus amerikanischer Sicht, damit Deutschland kommunizieren kann, weil es macht ja auch Sinn. Die Amerikaner wollten Frieden stiften zwischen den Kriegsbeteiligten. Und was muss man machen, um Frieden zu stiften? Das ist wie bei so einem Nachbarschaftsstreit, wenn Oma Gertrud mit Opa Herbert sich streitet. Was muss man machen, um diesen Nachbarschaftskrieg irgendwie beizulegen? Man muss die beiden miteinander reden lassen. Nach dem Motto, ey, deine Hecke macht immer Schatten, das finde ich doof. Ja, aber du isst jeden Morgen diesen furchtbaren Fisch, der stinkt. Dass man irgendwie versucht... Luis kennt sich aus in alten Nachbarschaftsstreiks, ja. Dass man irgendwie versucht, einen Ausgleich der Interessen zu finden. Und aus diesem Zweck haben die Amerikaner für die deutschen Telegrammleitungen bereitgestellt. Nur, die Tragik bei der Sache ist, die, Steffen. Dass letztendlich die Leitung gar nicht für Friedensgespräche genutzt wurde, sondern von Deutschland als Vorbereitung für den Kriegseintritt von den USA. Ja. Das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde zu Gertrud und Harald, nee, oder wie hieß der Opa? Ich glaube Helmut, Harald, irgendwie sowas. Hier habt ihr eine Scheune, da könnt ihr euch mal bitte vertragen. Geht da mal rein. Die ist auch beheizt. Ich stelle euch was zu essen, zu trinken hin. Mich nervt dieser Streit. Bitte geht da hin und schließt Frieden. Wenn ich euch dabei irgendwie helfen kann, sagt mir Bescheid, aber hier ist schon mal eine Scheune, da ist trocken, da ist ein neutraler Grund. In dieser Scheune stinkt es nicht nach Fisch und die Hecke, die den Opa nervt, die ist auch nicht da. Das heißt, ihr könnt erstmal hingehen und gucken, was passiert. Und jetzt gehen die zwei Parteien da nicht rein und fragen, warum liegt da Stroh, sondern verbünden sich gegen dich. Nein. Die Analogie wäre so, dass die Oma sagt, die nimmt den Erzfeind, den du selber hast, zum Beispiel den jungen Typen Tobias, und Tobias ist ein Messi und du findest Tobias richtig kacke. Ich hasse Tobias. Und die Oma lädt Tobias in die Scheune ein, um sich gegen dich zu verbinden. Ja. Also das heißt, statt Frieden zu stiften in diesem Streit, wirst du quasi für deine Bemühungen, das Richtige zu tun, auch noch bestraft. Ich finde, der Vor 100 Podcast hat die besten Metaphern. Sehe ich anders. Es gibt bessere. Ja. Wir geben unser Bestes. Aber egal, der Punkt ist halt beschwerden@steffen@vor100.de. Bitte, war ja wohl nicht mein bildhafter Vergleich. Ja, aber so. Beschwerden bitte, wir nehmen einfach einen anderen Podcast. Nee, egal. So, jedenfalls, wir erklären auch gerne nochmal unsere Idee dahinter. Wie ich sage, wir lassen das jetzt, wir kommen zur zweiten Meldung. Jedenfalls, die haben ein Telegramm genommen für dieses Zimmermann-Telegramm und es war bereitgestellt von Amerika und das Telegramm lief über Schweden. Punkt. Schweden. Apropos Schweden, da wurde am 17.02. wieder die Schifffahrtslinie Schweden-USA wieder aufgenommen. Wir möchten an der Stelle nochmal betonen, dass auch von vor 100 Jahren es in Schweden keinen Anschlag gab. Weil ein bestimmter US-amerikanischer Präsident, und zwar einer von den vielen, die gerade im Amt sind, ja, er fängt mit T an und hört mit P auf, oder? P oder B? Mit P. Ja, mit P. Bestimmt. Der hört mit P auf. Mit deutschen Vorfahren. Dieser Präsident hat behauptet, in Schweden gäbe es einen Anschlag. Den gab es heute nicht und den gab es davon vor 100 Jahren. Die wollen das Argument nochmal, also auch nochmal unsere Meinung dazu abgeben. Das können wir jetzt so stehen lassen. Ich würde sagen, wir haben jetzt, wir könnten nochmal kurz die Geburtstagskinder vorstellen. Denn wir feiern heute vor 100 Jahren Geburtstag, Luis. Wusstest du, dass heute vor 100 Jahren Herbert Wunsch und Anthony Burgess Geburtstag haben? Nein. Man kennt sie doch. Es sind weltberühmte Menschen. Hm? Sie haben mir gar nichts gesagt. Ich musste nochmal gucken. Du meintest, der eine von beiden wäre ein Blogger gewesen. Ja, so eine Art Blogger. Anthony Burgess ist heute vor 100 Jahren in Manchester geboren. Der lebt auch gar nicht mehr. Der ist 93 in London gestorben. Und das war ein sehr, sehr bekannter Schriftsteller. Also Blogger. Das, was heute ein Blogger ist, war damals ein Schriftsteller. Ja, Blogger und Schriftsteller würde ich jetzt nicht so sagen. Ein Blogger vor 100 Jahren wäre eher so ein Kolumnenschreiber, glaube ich. Stimmt. Aber du hast recht, beides hat etwas mit Gedanken zu Papier, Schrift und Sprache ausdrücken zu tun. Ja. Dann haben wir hier noch Herbert Wunsch. Herbert Wunsch klingt deutsch, ist aber Österreicher. Ist in Wien geboren und Heiligabend 1970 in Wien gestorben.
Und jetzt halte ich fest, das war ein österreichischer Tischtennisspieler. Einer von den ganz vielen berühmten österreichischen Tischtennisspielern. Wer kennt sie nicht? Die kennt sie nicht, die Wunsches und... Wir jubeln ihnen allen zu. Jedenfalls, ein Tischtennisspieler hieß damals wie heute gleich Tischtennisspieler. Wahnsinn. Vielleicht haben aber auch die Österreicher andere Begriffe für Tischtennisspieler. Ich würde sagen, wir lassen unseren Zeitreisenden das Urteil über diese spannende Frage. Ja. Überlassen denen das. Schreibt uns gerne Kommentare, wie ein Tischtennisspieler in Österreich heute und damals hieß. Aber bitte nur an steffen@100.de. Ja, Kommentare kann man gerne auch so schreiben. Und dann überblenden wir jetzt an Night of the Pot und Potpourri. Und danach kommt der Filmteil. Herzlich willkommen zur 400 Spezialfolge Night of the Pot 2017. Heute ist der 18.02.2017 und vor 100 Jahren war der 18.02.1917. Heute ausnahmsweise nur mit Louis und Steffen. Macht die Ohrwatschel auf. Ja, hallo, hier ist der Louis. Steffen, bist du da? Ich bin da. Hallo, Louis. Ja, und wir fühlen uns sehr geehrt, hier bei Night of the Pot dabei sein zu dürfen. Und wir fangen einfach mal an, wer sind wir und kann man das essen, was wir machen? Wir, also ich glaube, Podcast kann man generell nicht so gut essen, aber es ist gut verträglich. Mhm. Und wir sind der Vor-100-Podcast und bei uns ist der Name Programm. Wir sind immer 100 Jahre zurück und berichten tagesaktuell über Dinge, die von vor 100 Jahren passieren. Vor 100 Jahren war 1917, da war der Erste Weltkrieg. Und welches Datum haben wir heute? Wir haben heute den 18.02.2017 und vor 100 Jahren. Den 18.02.1917, wie Silke gerade schon angesagt hat im Intro. Vielen Dank, Silke, übrigens. Ich glaube, sie hört uns gerade zu. Hm? Ja, wir begrüßen auch auf der Couch Ayuwo vom damals DM Podcast. Der hört uns heute zu. Genau, damals DM Podcast, schöner Podcast. Ayuwo hat für uns die Einspieler eingesprochen, die gleich folgen werden. Hm. Nochmal grundsätzlich, was wir machen. Also wir sind immer 100 Jahre zurück, tagesaktuell. Und unsere Folgen bestehen normalerweise aus zwei Teilen. Einmal aus Steffen und Luis, wir beide, die ihr gerade hört. Hm. Und wir berichten aus heutiger Sicht, wir leben ja, wie ihr gerade hört, über die Themen von vor 100 Jahren. Und danach betreten wir die Zeitmaschine und lassen Harald und Chlodwig sprechen. Ja. Das sind zwei Schweizer Journalisten, die so gelebt haben könnten. Und Harald und Chlodwig, naja gut, sie sind heute zwar nicht da wegen dieser Spezialsendung, aber sie klingen zufälligerweise immer genauso wie wir, wie Luis und Steffen. Das ist aber nur Zufall. Ja, und die beiden wissen, wie es geht, weil die haben halt damals gelebt und erzählen halt aus ihrer Perspektive so, was gerade so abgeht, wie die Lebensmittel teurer werden und wie es halt ist, durch ein Land des Krieges zu reisen. Und ganz bevor das anfängt, haben wir immer unsere Hausmeisterthemen, wo wir über uns selber sprechen. Da Podcaster, wie ich finde, aber sehr gut über sich selber sprechen können, haben wir uns eine Zwangsmaßnahme aufgelegt, die darin besteht, Steffen? Die darin besteht, dass wir uns beschränken auf 2 Minuten. Und dafür haben wir die Eieruhr, die ich jetzt starte, für 2 Minuten ticken und wir reden dann über uns selber und dann geht die eigentliche Folge los. Starte die Eieruhr. Ja, Luis, wir sitzen heute hier bei dir. Hm? Und trinken auch schön Whisky. Welchen Whisky haben wir denn? Wir haben einen Glenlivet, 12 Jahre alt, First Fill. Der Ayuwo hat uns erklärt, First Fill ist so die erste Füllung für ein neues Fass. Der schmeckt immer besonders holzig. Und ich muss sagen, dieser Schotte ist sehr, sehr angenehm. Prost, Luis. Prost. Das wäre auch mal was, 100-jährigen Whisky zu trinken. Sowas gibt es. Habe ich schon gesehen. Kann man sich leisten. Aber schmeckt das? Naja, leisten ist erstmal, ist halt so eine Kategorie Urlaub oder eine Flasche. Liebe Hörerschaft, man kann uns gerne 100-jährigen Whisky schicken. Achso, eigentlich nennen wir ja unsere Hörerschaft Zeitreisende. Ja. Ja. Und wir sind gerade in meiner Wohnung zu dritt. Und in Berlin, wir podcasten von Berlin aus. Beziehungsweise, Luis, bist du manchmal unterwegs und dann müssen wir über das Neuland skypen oder mumblen oder teamspeaken. Ja, wir hatten schon Australien, aber das war eigentlich nur einmalig. Thailand, ja. In meisten Fällen bin ich in Städten wie München oder Hannover beruflich unterwegs. Ja, genau. Ich würde sagen, Luis, lassen wir das mit den Hausmeisterthemen. Ja, genau. Das waren 2 Minuten gefühlt. Und kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Ja, soll ich uns einfach mal ein, oder lass uns doch mal starten, es haben ja nicht alle genau den Plan, was so vor 100 Jahren los war. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Wetter. Mit dem Wetter.
Gut, Luis, gib uns das Wetter von vor 100 Jahren. Ja, immer aktuell, frisch, 100 Jahre alt das Wetter. Und zwar, wir hatten vor 100 Jahren in Berlin 0 Sonnenstunden und eine Tagesmitteltemperatur von minus 0,8 Grad. Und es hat geregnet. Niederschlag 5 mm. Das bedeutet leichtes Nieseln, minus 0,1 Grad und keine Sonne. Das ist doch relativ ähnlich von dem, was wir jetzt haben. Ja, aber das ist sehr trostlos. Ja, also da muss man ehrlich sagen. Gut, übrigens vor 100 Jahren war auch das politische Wetter sehr, sehr, sehr trüb. Das war jetzt eine goldene Überleitung, oder? Wahnsinn. Wollen wir vielleicht mal so einen kleinen Überblick geben, wer denn, also vor 100 Jahren hatten wir Erster Weltkrieg, wer denn mit wem gegen wen, wer da so alles in diesen Buttelkasten war und sich gegenseitig mit Sand beworfen hat? Ja, fangen wir einfach mal an. Ne? Wir haben die Mittelmächte und die Alliierten. Hm. Ich würde sagen, wir nehmen erst den Block der Mittelmächte. Es kämpfen Deutschland, Österreich, Ungarn, Türkei und Bulgarien. Ja. Und haben wir dann noch jemanden großen? Nö. Das war es eigentlich so von den nennenswerten Mittelmächten. Genau, von den Alliierten. Und die kämpfen unter anderem gegen England, Großbritannien. Frankreich, genau. Naja, Russland. Man kann auch sagen Belgien, weil die besetzt sind. Die sind besetzt, da gibt es nur eine Exilregierung in England von vor 100 Jahren. Serbien auch schon besetzt, da gibt es eine Exilregierung. Ich glaube, die ist entweder in Griechenland oder in England. In Griechenland ist die gerade von vor 100 Jahren. Serbien ist besetzt. Rumänien war auch dabei, ist aber auch schon besetzt. Die sind schon raus. Wer nicht dabei ist, sind die USA. Richtig, sehr entscheidend. Die sind noch nicht dabei. Wobei wir das gerade, wie soll ich sagen, am Köcheln ist. Ja, es ist im Umbruch. Schlagwort ist uneingeschränkter U-Boot-Krieg. Ja. Dazu haben wir einen Beitrag vorbereitet, dank Ayuvo, der hat den uns eingesprochen. Genau, und zwar haben wir eine Meldung im Berliner Tageblatt gefunden, heute vor 100 Jahren. Also zum Verständnis. Die Vermietung spanischer Schiffe an England, Telegramm unseres Korrespondenten, Genf, 17. Februar. Lyoner Blätter melden in Bestätigung der schon veröffentlichten Meldung die Redaktion aus Madrid, die spanischen Schiffsräder seien gewillt, England ihre Schiffe zu vermieten. Vorausgesetzt, dass die englische Regierung für einen Ersatz für jedes versenkte spanische Schiff, die Schiffe sollen unter spanischer Flagge segeln, sorgen werde. Punkt. Gut. Also, wir haben ja eine Zeitungsmeldung. Die ist genau 100 Jahre alt, tagesaktuell. Aktueller geht's nicht, aus 100-jähriger Sicht, um es nochmal klarzustellen. Und dem konnte man so damals im Berliner Tageblatt lesen. Und was sagt uns diese Meldung? Dass also Spanien Schiffe vermietet an England und England muss diese auch noch ersetzen, falls die versenkt werden. Und diese Schiffe müssen weiterhin unter spanischer Flagge segeln. Warum ist das spannend? Man denkt sich, oh mein Gott, Spanien vermietet Schiffe an England. So what? Also das klingt jetzt erstmal jetzt nicht so mega interessant, aber da ist der Pfeffer drin. Weil, wie wird vor 100 Jahren noch U-Boot-Krieg geführt? Da möchte ich bitte vor 100 Jahre und zwei Wochen zurückgehen. Mhm. Denn da gibt es noch das Prisenrecht. Genau, wir haben das Prisenrecht. Warum gibt es überhaupt U-Boot-Krieg? Die Deutschen blockieren England. Die Engländer blockieren Deutschland, mit einer Seeblockade. Sprich, Deutschland ist vom weltweiten Handel abgeschnitten. Ist schlecht, wenn man Krieg führt. Es gibt zum Beispiel keine Reifen, weil Gummi fehlt. Ja, und man hat auch nichts zu essen. Genau, die Leute hungern. Das finden die Deutschen blöd. Die haben nur eine Möglichkeit, was dagegen zu tun, mit U-Booten, weil die können unter dieser Blockade hinwegtauchen und die Schiffe, die aus Amerika nach England fahren, abschießen. Aber dafür gibt es sozusagen eine Art Protokoll, wie man denn als U-Boot ein Schiff zu versenken hat. Das ist das sogenannte Prisenrecht. Genau, man darf also nicht als U-Boot sofort auf ein gegnerisches Schiff oder irgendein Schiff losballern. Wie man es im Film sieht, sondern man muss aufgetaucht hinfahren, einen Warnschuss abgeben, dann muss das Schiff anhalten, dann muss man es kontrollieren, ob bestimmte Regularien erfüllt sind. Vor allen Dingen geht es halt darum, dass die Waren auf diesem Schiff kriegswichtig sind. Und wenn ja, dann muss man sich darum kümmern als Angreifer, dass die Leute auf dem Schiff in Sicherheit kommen und dann darf man das Schiff versenken mit einem Torpedo. Und so ein U-Boot ist ja nicht gerade groß. Das heißt, wenn ich da so ein riesiges Schiff versenken möchte, dann, wie bringe ich denn da die Leute unter? Das geht gar nicht. Ja, und vor allen Dingen, so ein U-Boot ist sehr empfindlich. Was die Engländer natürlich machen, ist dann Schiffe verstecken auf diesen Handelsschiffen und das U-Boot kaputtballern. Und was sie jetzt auch gerne machen, ist, die Engländer sich einfach Schiffe mieten und dann einer anderen Flagge segeln. Dann sind es ja vom Außen
wäre es ein neutrales Schiff. Ja, und zum Beispiel jetzt diese spanischen Schiffe, da liegt der Pfeffer drin. Das heißt, aus deutscher Sicht ist ein U-Boot-Krieg, so wie sie ihn gerne führen würden, mit Prisenrecht nicht möglich. Das Prisenrecht stammt aus einer Zeit, aus der es noch keine U-Boote gab. Das ist wie mit dem Urheberrecht, dass das Recht quasi mit der Technologie nicht mithalten kann. Und jetzt haben die Deutschen, würden sehr gerne einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg führen. Bedeutet, man sagt, hey, in einem bestimmten Gebiet, ab einer bestimmten Zeit wird jedes Schiff auf Sicht versenkt. Fertig, aus. Wer halt sich da aufhält, in 2 Wochen vor England, der wird versenkt. Der hat Pech gehabt. Das ist so die Einstellung dahinter. Und das ist halt relevant, weil noch ist Amerika neutral. Und was denkt Amerika davon? Da gibt es einen Präsidenten, der da ist, Woodrow Wilson. Hm? Wurde übrigens letztes Jahr vor 100 Jahren wiedergewählt. Mit dem Slogan, he kept us out of war. Er hat uns aus diesem großen Krieg herausgehalten. Ein großartiger Präsident. Aber die Amerikaner mögen nicht, wenn amerikanische Schiffe versenkt werden, obwohl sie neutral sind und amerikanische Bürger sterben. Kann man ja auch verstehen. Genau. So. Und dass jetzt die deutsche Regierung am 1.2.1917 war das, glaube ich, zumindest Anfang Februar, daherkommt und sagt, hey, wir wollen jetzt einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Wir wollen jetzt jedes Schiff, was sich in diesen Sperrzonen befindet, einfach ohne Vorwarnung abschießen dürfen. Das findet die USA gar nicht gut. Sowas hat die deutsche Regierung schon mal probiert. Das war 1915 im Mai. Und jetzt möchte ich nochmal unsere Eingangsmeldung, die jetzt vermeintlich langweilig klingt, die Engländer mieten spanische Schiffe, nochmal zitieren. Die Schiffe sollen unter spanische Flagge segeln. So, und das ist quasi der Knackpunkt hierbei. Das heißt, nach Prisenrecht dürften diese gemieteten Schiffe nicht versenkt werden, obwohl sie für England segeln. Und ich meine, England wird sie nur rumfahren lassen, wenn sie Englands Nutzen mehren. Und dieser Nutzen ist schlecht für Deutschland. Und deswegen wollen sie diesen uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Jetzt haben wir nur den Ist-Zustand erklärt. Jetzt können wir nochmal unsere persönliche Meinung einfach dazu eingeben. Hältst du das? Klar, heutzutage ist immer... Ja, das ist immer ein bisschen gefährlich, aus heutiger Sicht zu sagen, von vor 100 Jahren, ja, Geschichte damals so hätte nicht so laufen dürfen und das hätte man ja so und so schon sehen können und bla bla bla. Aber wir können trotzdem, also ich persönlich denke schon, dass die Deutschen ein sehr gutes Talent haben, anderen Nationen auf den Fuß zu treten. Vor 100 Jahren auf jeden Fall. Ja, und... Danach auch. Danach auch, ja. Ja, also ich weiß nicht, ich finde, ich wollte gerade noch mal erwähnen, dass die deutsche Regierung schon mal probiert hat, 1915 diesen uneingeschränkten U-Boot-Krieg zu führen. Und damals kam es zu diesem Lusitania-Vorfall. Also Lusitania ist ein sehr, sehr großes Schiff gewesen, die zwischen Großbritannien und Amerika unterwegs war. Sowas wie eine Titanic. Ja, genau. Ich glaube, es war sogar ein Schwesternschiff, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls sowas, stellt euch vor, die Titanic. Ja, ja, genau. So ein Ding, voller Zivilisten aus Amerika. Und die Deutschen haben damals auch mal so einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg probiert, haben das Schiff abgeschossen. Das ist sehr schnell gesunken, also es ist wirklich sehr, sehr schnell, dass sich nicht so viele Leute retten konnten. Und da waren auch sehr viele US-Amerikaner auf dem Schiff, auch sehr viele Prominente. Ja. Und da ist dann, als die Amerikaner das gehört haben, die sind richtig ausgebüxt und richtig aggressiv geworden und haben auch teilweise Händler in New York überfallen, die deutsche Herkunft, also deutsche Wurzeln hatten. Muss ich das so vorstellen, wie jetzt, wenn die Deutschen heutzutage das Flugzeug mit den Schauspielern für die Berlinale abschießt? Dann ist dann ein Hugh Jackman gestorben. Gut, der ist zwar Australier, aber man kann sich vorstellen, was in amerikanischen Medien los wäre. Naja, vor allem heute. Genau, und wie gesagt, die US-Amerikaner fanden das überhaupt nicht gut und dann haben auch die Deutschen gesagt, nee, das lassen wir mal lieber. Deswegen meine Meinung, wir können schon mal vorab sagen, die USA steigt in ein paar Monaten in diesen Krieg ein und die Deutschen hätten das auch schon vorhersehen können. So. Dann haben wir noch 2 Meldungen vorbereitet, die heute von vor 100 Jahren aktuell waren. Also die heutige Folge ist das große Thema heute von vor 100 Jahren. Wir reden normalerweise über 2 Wochen, aber heute für diese Folge reden wir nur über einen Tag, ja, den von vor 100 Jahren. Wir haben ja nur 30 Minuten Zeit. Ja. Eine sehr lustige Meldung, wenn auch mit ernstem Hintergrund, fand ich den Gebärstreik, Luis. Ja, und zwar... Die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft hat einen Aufruf abgegeben. Sie hat im Abgeordnetenhaus aufgerufen,
zu einem Gebärstreik. Und zwar sollen Frauen sich, also sie sollen in einen Gebärstreik treten, damit, das ist das große Ziel, künftig keine Soldaten mehr geboren werden. Ja. Wurde abgelehnt. Wurde abgelehnt. Das fanden die doof. Hm. Das wollen wir auch gar nicht so groß weiter ausführen, aber ich fand einfach mal die Meldung mal sehr lustig. Wir finden es lustig. Gebärstreik ist eine tolle Idee. Mal eine andere Form des Streiks. Hm. Welche zweite Meldung haben wir noch? Und zwar, dass der Militärbezirk Leningrad oder damals hieß er Petrograd aus der russischen Front ausgegliedert wird, um auf die Streiks sich einzustellen, weil es gab in Leningrad damals Streiks und jetzt wird das Militärrecht eingeführt, damit die Regierung die Kontrolle wieder erlangen kann über die besondere Situation. Genau. Generell können wir sagen, dass das Jahr 1917 für Russland noch sehr, sehr interessant werden wird. Mhm. Da werden wir von Revolutionen sprechen. Wir können quasi einen Teaser auf die Zukunft geben von vor 100 Jahren. Wir sagen nur Oktoberrevolution. Die war 1917. Ja. So. Gut, wir haben jetzt noch 13 Minuten Zeit, Luis. Wollen wir mal... Wir hatten noch eine Meldung. Vor 100 Jahren ist jemand gestorben. Und zwar der Großadmiral von Österreich-Ungarn. Ja, von vor 100 Jahren hatte Österreich-Ungarn eine eigene Flotte. Die hatten, glaube ich, auch nur einen Hafen am Mittelmeer oder so, ne? Ja, die hatten so ein kleines Zipfel in Norditalien an der Grenze zur, jetzt darf ich mich das Land nicht verwechseln, Slowenien. Wir haben übrigens vorhin, als wir aufgezählt haben, wer gegen wen, haben wir vergessen zu sagen, dass Italien auf Seiten der Entente stehen. Ja, das stimmt wohl. Und auf dieser Halbinsel, der Hafen bei Pola, liegt eine österreichische Flotte. Die ist gar nicht mal so klein und besteht aus hochmodernen Schlachtschiffen stellenweise. Und die hat einen Admiral und der ist gestorben. Und wenn man die Zeitungen von vor 100 Jahren liest, gerade die österreich-ungarischen Zeitungen. Wiener Bilder zum Beispiel. Wiener Bilder zum Beispiel, sieht man nur riesengroße, so wie heute, wenn George Clooney heiratet, wie der Kaiser Karl, so ein ganz junger Mann, weil der alte Kaiser ist gestorben, halt vor dem Grab steht von diesem Großadmiral. Ja, und der heißt Anton Haus, auch ein sehr lustiger Name, wie ich finde. Und was ich halt skurril finde, das war schon ein sehr alter Mann, Jahrgang 51, vergleichbares Alter wie von Hindenburg und der deutsche Oberkommandeur. Und was ich halt skurril finde, da sterben jeden Tag mehrere hundert Soldaten, stellenweise noch mehr. Allein in Österreich-Ungarn und weil ein alter Mann an Lungenentzündung gestorben ist, das wird dann in allen Zeitungen breitgetreten. Also sehr interessant. Aber der war damals halt wichtig und die Leute hat das interessiert und die haben halt Anteil genommen. Promi. Das ist halt wie wenn heute ein Promi sterben würde. Genau. Auch die ganzen Zeitungen wären voll. Michael Jackson wäre gestorben. Wäre vielleicht nicht so berühmt, aber. Das war halt damals Anton Haus, ja. Ja. Gut. Ein wichtiger Bestandteil von vor 100 sind, dass wir Zeitungen durchblättern und uns Werbung raussuchen. Und da haben wir uns diesmal auch von Stefan Werbung einsprechen lassen. Unter anderem, das war auch auf einer Werbeseite, eine Kontaktanzeige. Wir möchten nochmal erwähnen, die Werbung ist natürlich auch 100 Jahre alt, weil A, wir können nicht anders und B, auch wir müssen Geld verdienen. Es tut uns leid. Ja, komischerweise landet von der Werbung nicht ein Cent bei uns. Wir verstehen es auch nicht. Ja. Das ist seltsam. Die folgende Kontaktanzeige haben wir im Berliner Tageblatt gefunden, heute vor 100 Jahren. Werbung, Bekanntschaften, Herr, 25 Jahre, 1,76 groß, angenehme Erscheinung, Drogist und Chemiker, kaufmännisch gut durchgebildet, sucht Lebensgefährtin, nicht über 25, evangelisch, mit wirklicher Herzensbildung, sanfter Wesensart, sonniger Weltanschauung. Ich wünsche mir eine gesunde, lebensfrohe, möglichst musikalisch, wenn auch kleine Frau mit gesellschaftlichen Umgangsformen, vornehmem Charakter und in guter Vermögenslage. Es bietet sich mir eine durchaus sichere, aussichtsreiche und vornehme Existenz in angenehmer Großstadt. Eventuell wäre ich nicht abgeneigt, in ein anderes, sicheres, größeres Unternehmen, wo ein Mann mit regem Geist und unermüdlicher Arbeitsfreude fehlt, einzuheiraten. Strengste Diskretion beiderseitig, selbstverständliche Voraussetzung, gewerbsmäßige Vermittlung verboten,
dagegen Anbahnung von verwandtschaftlicher Seite aus erwünscht. Zuschriften möglichst mit Bild erbeten unter JC-Chiffre 8355 an die Expedition dieses Blattes. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele heiratswillige Frauen jetzt eine Annonce, auf diese Annonce antworten werden. Ich sag mal, Weltkrieg ist natürlich in der Hinsicht, Weltkrieg ist scheiße, in der Hinsicht ist natürlich, würde ich vermuten, gibt es einen Männermangel. Wahrscheinlich, ja. Kann man so sagen. Ja, und der ist 1,76 groß und möchte eine kleine Frau. Wobei, das finde ich schon lustig. Ich glaube, das ist auch eher so, das hattest du vorhin gesagt. Aber ich wünsche ihm schon mal viel Glück. Und er opfert sich sogar, sich in ein bereits existierendes Unternehmen einzuheiraten. Mann, ist der sozial. Ja, sehr mutig, ja. Boah, das ist aber schon. Wobei du meintest vorhin, du kannst dir vorstellen, dass das auch eher jemand ist, der sich an Väter richtet. Also die Annonce richtet sich vielleicht eher an Vätern von heiratswilligen Frauen. Ich denke auch Anbahnung von verwandtschaftlicher Seite aus erwünscht. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie Frauen damals getickt haben vor 100 Jahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Frauen darauf antworten werden auf diese Anzeige, weil die Betonung ist ja eher auf sanfter Wesensart, dass er eine große Zukunft hat, dass er Arbeitsfreude hat und auch Seriosität. Ich würde mal vermuten, dass das wirklich eher auf den Vater gerichtet ist. Wahrscheinlich, ja. Ja. Gut. Ja, die Frauen damals, wir haben sehr, sehr viele Werbungen immer gefunden, sehr viele Annoncen von einem Produkt, was ein bestimmtes Körperteil von Frauen besonders hervorheben soll, verändern soll, vergrößern soll. Und wir können schon mal sagen, das Körperteil heißt Büste und mit Büste ist das gemeint, was sie instinktiv denkt. Formvollendete Büste, erreichbar durch den auf Verlässlichkeit der erwünschten Wirkung hin vielfach erprobten Apparat Colonia Vibrator mit patentierter Vibration, neueste ärztlich empfohlene Schöpfung der modernen Wissenschaft. Sichtbarer Erfolg schon nach 14 Tagen, weitere Benutzung überflüssig. Mir gefällt ja vor allem dieser Spruch mit patentierter Vibration. Mir fällt es schwer, hier ernst zu bleiben. Die Frage ist, ich weiß gerade gar nicht, was das überhaupt ist. Also wir haben die aus der Zeitung Wiener Bilder und da gibt es ohne Mist auf 20 Seiten 4 verschiedene Busencremes. Wie gesagt, Männermangel vor 100 Jahren. Als Auswahl, die sich die Damen halt schmieren, um halt eine vergrößernde Wirkung zu erzielen. Ja. Und ich verstehe aber bei dieser Anzeige nicht, vielfach erprobten Apparat Colonia Vibrator. Mit patentierter Vibration, da verstehe ich nicht, wie das bei dem Körperteil jetzt helfen soll. Aber gut. War das die Annonce, die wir gefunden hatten, mit, dass man sein Geld zurückbekommt? Nein. Ja, nee. Aber wir haben noch eine andere gefunden, da auch so eine Salbe. Hier steht nur nach 14 Tagen weitere Benutzung überflüssig. Ach so. Das kann aber auch alles heißen. Ja, vielleicht ist dann die Frau auch, naja, entstellt. Bei einer anderen Salbe habe ich gefunden, dass man das Geld zurückbekommt, wenn man unzufrieden ist. Und das ist natürlich sehr schlau. Ne? Ich meine, welche Frau wird denn, die damals so eine Salbe zum Beispiel genommen hat, behaupten, es hat nicht funktioniert, öffentlich kundgeben, es hat nicht funktioniert, ich habe das benutzt, beziehungsweise einen Vorher-Nachher-Vergleich gemacht haben? Ja, vor allem, die waren ja damals auch so, da auch sehr kommunikativ bei solchen Dingen. Ja, also das ist... Ich glaube nicht, dass sich da jemand gemeldet hat. Aber ich möchte mal erwähnen, lest die Zeitung von vor 100 Jahren, es lohnt sich. Ja, besonders der Werbeteil. Besonders der Werbeteil. Luis, du hast vorhin gesagt, dass ja Seeblockade im Deutschen Reich und damit auch Österreich-Ungarn, dass das Gummi knapp war. Und hier haben wir eine Annonce gefunden, da möchte jemand sein Auto verkaufen. Verkaufe mein hochelegantes Auto, offene Karosserie, vollständig neu hergerichtet, Clubsesselsitze, 6 Stepani-Räder und sonstige allermodernste Einrichtung. Typ Pipe, 24 PS, erstklassige Maschine, in Klammern Bereifung nicht vorhanden. Besichtigung Garage Paul Delitz, Berlin Nord 4, Chausseestraße 117, Kaufbedingungen Schappach, Markgrafenstraße 40. Ja, bei diesem Auto ist die Bereifung nicht vorhanden, Luis. Ja, das liegt daran, dass es keine Reifen gab. Ja. Er war nicht der Einzige und ich denke mir, deswegen verkauft er auch sein Auto. Und war eben so ein Weltkrieg, weiß man nie, was passiert. Wenn er Pech hat, kommt die Regierung an, requiriert es für Militärzwecke und sagt, meins.
Wir haben noch eine andere Autowerbung gefunden. Da hat jemand auch sein Auto verkaufen wollen für 3.500 Mark. Das sind unfassbar hohe Preise. Also wir haben so einen Katalog, der kostet das günstigste Fahrrad 30 Reichsmark und das teuerste Luxus-Königsfahrrad 130 Reichsmark. Das kann man jetzt, das kann man jetzt umrechnen, wie viel dann 3.500 Mark gewesen wären. Ja, keine Ahnung, das ist schon mindestens eine Viertelmillion aufwärts. Ja, du, wir wollen jetzt nicht rechnen. Wir haben erstens haben wir Whisky getrunken, zweitens haben wir was mit Mathe noch gestudiert. Wir können nicht rechnen. Nein, das hat man ja schon gemerkt. So. So, und wir müssen auch zum Ende kommen demnächst. Aber eine Werbung haben wir noch, Luis. Nichts geht über Gerosche Bernsteinsalbe. Jucken, Krätze, Flechten. Hautkrankheiten, alte Wunden. Beseitigt sicher Bernsteinsalbe. Schmutzt nicht, zieht schnell ein, ist vollkommen geruchlos. Kleiner Tiegel 3 Kronen, großer Tiegel 5 Kronen. Familienpackung 9 Kronen, nebst Gebrauchsanweisung. Ja, was das was war, wissen wir gerade selber nicht. Ja. Oh, ich höre da etwas aus der Entfernung. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen und damit sind wir auch beim zum Ende gekommen. Ja, genau. Das waren 30 Minuten vor 100 Podcast. Und wir bedanken uns, dass wir hier dabei sein durften. Mhm, ich finde das eine schöne Aktion. Ja, und wir lassen uns jetzt gerne führen in den nächsten Beitrag. Ja, ich glaube, jetzt ist auch schon vorbei, ne, mit dem Night of the Pots. Jetzt ist, glaube ich, noch so ein lustiges Beisammenkommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Liebe Organisatorin, ja. Meldet euch. Ganz lieben Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hier sind wir nochmal als Luis und Steffen, liebe Zeitreisenden. Hallo. Also, wir haben eine Zeitreise von einer Woche jetzt gemacht, weil jetzt nehmen wir das auf, was wir vor einer Woche in Night of the Pots live gestreamt hatten. Und ja, wir wollten nur nochmal sagen, Night of the Pots ist ein tolles Event, kann man sehr empfehlen. Da haben sich sehr viele gute Podcasts vorgestellt. Kann man gerne reinhören. Link folgt in der Episodenbeschreibung. Mhm. Und ein Podcast hat uns einfach total begeistert und wir hören eigentlich die ganze Woche die ganzen Folgen durch. Welcher war das? Das ist der Podcast Radio Rando. Und Radio Rando, finde ich, ist eher ein Hörspiel. Ja, und wir finden den so gut, dass wir sagen, von denen können wir uns das abgucken und echt was lernen. Ja, also ich habe angefangen, ich glaube am Mittwoch den Podcast zu hören oder am Dienstag, habe sofort 5 Folgen durchgehört und am nächsten Tag nochmal 3 Folgen. Genau, weil ich habe alle 24 Podcasts mal reingehört, als ich ich war wieder mal Montag im Zug, bin auf Arbeit gefahren nach Hannover und habe halt von Berlin und habe halt dann alle Folgen mal reingehört und habe dann Steffen gleich geschrieben, Radio Rando, hör es dir an, es ist gut. Und Steffen hat es gemacht und wir finden beide es großartig. Ja, wobei ich den Tipp schon vorher bekommen habe von Ulrike vom Exponiert-Podcast, denn sie hatte auch mal, jetzt ich glaube in der zweiten Staffel, eine Sprecherrolle. Mhm. Ja, wir finden es gut und wir können fast sagen, es ist ein Vorbild für uns, wo wir sagen, da können wir uns noch eine Scheibe abschneiden. So, jetzt haben wir aber genug gebauchpinselt. Jetzt folgt noch der Filmteil von uns. Der vor 100 Filmteil. Heute stärker als die Nacht. Hallo Steffen. Hallo Luis. Du hast einen Film geguckt. Ja, das war ja früher immer deine Aufgabe. Diesmal habe ich einen Film geguckt. Und zwar, das haben wir in der letzten Folge schon erwähnt, dass es ja ein Geburtstagskind gab. Welches Datum hatten wir? Den 11.2. Mhm. Und da ist geboren jemand namens Wilhelm Koch Hoge. Genau, und der hat... Das war ein ganz bekannter DDR-Filmstar, kann man sagen. Mhm. Und ich habe mir mal einen Film von ihm angesehen, der wohl sehr berühmt war und der nennt sich Stärker als die Nacht. Ein wunderschöner Titel, Stärker als die Nacht. Ja, jetzt, also du weißt nicht, worum es geht. Was denkst du, Stärker als die Nacht, was wird das wohl sein? Ein geheimnisvoller, sozialistischer Arbeiterheld, Assassine, kämpft für das Gute des Kommunismus gegen böse Kapitalisten und rettet die Welt vor dem Weltuntergang. Nachts, noch stärker als die Nacht. Tausche Kapitalisten durch Nazis. Also ein sozialistischer Arbeiterheld-Typ. Genau. Gewinnt gegen Nazis. Hey, genau. Das war jetzt wirklich beraten. Das ist aber, also tausche, wie gesagt, Kapitalisten gegen Nazis und dann hast du es. Der Film ist von 1954 mhm.
und ist in Schwarz-Weiß komplett. Hm? Fängt erstmal damit an, man sieht eine idyllische Landschaft und ein Sprecher sagt, Deutschland, 1933. Gut. Ist ein wichtiges Jahr. Genau, und das ist auch genau diese Anfangsszene, dass jemand reingestürmt kommt in die Parteizentrale der KPD und sagt, habt ihr schon gehört, Hitler ist Reichskanzler geworden. Mhm. Damit beginnt der Film und alle verfallen erstmal in Panik und sagen, oh mein Gott, das ist ja furchtbar und ah und Das war natürlich am Tag davor nicht vorherzusehen. Nein. Egal. Ja. Naja, aber das war zumindest so dieses, jetzt ist es passiert, ne, dieser Moment. Mit diesem Moment beginnt der Film. Hatten wir vor 4 Wochen auch einen ähnlichen Schockmoment. Okay, weiter. Worauf bist du denn da an, Luis? Ja. Und der Held, den auch, der Wilhelm spielt den Helden, den Protagonisten, der heißt Hans Loring. Ist ein richtiger Held, also der ist ja nur gut, so ein richtiger Odysseus, der alles kann, oder? Nee, der kann nicht alles. Er hat auch seine Schwächen. Das ist eine realistische Figur. Könnte der wirklich so existiert haben? Ja, würde ich schon sagen. Oh, cool. Also er wirkte auf mich sehr authentisch. Und spielt auch in Hamburg übrigens. Also er ist in der KPD Hamburg. Aber ein eingefleischter Sozi. Ja. Nee, Kommunist. Kommunist. Ja. Ja. Und auch seine Frau ist schwanger, wenn der Film beginnt. Mhm. Die ist hochschwanger. Und ja, jetzt wird also Hitler Reichskanzler und wir wissen ja alle, dass das nicht so gut war für die ganzen Kommunisten damals. Ja, Luis? Richtig. Und er sagt sich jetzt, ich mache was dagegen. Oder sagt er sich, ich hau ab? Er sagt jetzt zusammen mit einigen anderen aus der Partei, ich mache jetzt was dagegen. Und was wollen sie machen? Wollen sie friedlich oder mit Gewalt? Ja, er probiert erstmal noch andere hinzuzuholen und die wollen erstmal protestieren gehen auf der Straße. Mhm. Und die Kommunisten sind ja nicht allein. Es gibt ja nicht nur die KPD. Sie wollen auch noch andere. Oh, jetzt klingelt es gerade. Es klingelt gerade. Also, ich bin gleich wieder da. So, Luis ist jetzt wieder da. Mhm. Wir begrüßen Philipp. Hallo, Philipp. Hallo, Philipp. Du bist jetzt auf der Aufnahme, Philipp. Gutes Timing, aber alles gut. Ja. Genau, kommen wir zurück zum Film. Ich war stehen geblieben bei, dass ja jetzt der Hans Loning, der möchte jetzt dagegen protestieren, der möchte auf die Straße gehen, aber das natürlich nicht allein. Mhm. Er sucht sich jetzt Verbündete, nicht nur aus der KPD, sondern auch noch in anderen Parteien. Unter anderem, das wird dann richtig gesagt, auch SPD. Mhm. Aber die SPD möchte nicht, das ist denen zu heiß. Die kneifen, die ziehen den Schwanz ein. Sind die wirklich, werden die als feige dargestellt oder als der überzeugt? Der Zuschauer kriegt den Eindruck, dass sie als feige dargestellt werden, dass sie sich nicht trauen, auf die Straße zu gehen. Nur der Eingefleischte aus der KPD. Nur die KPD, das sind quasi die Guten. Das sind die Guten. Ist der Film eher gegen die Nazis gerichtet oder eher gegen die Sozialdemokraten? Der Film ist eindeutig gegen Nazis gerichtet, macht aber den Eindruck, dass nur die KPD die einzig wahre Partei damals war. Aha, die einzigen wirklich, die auch bestanden sind. Die SPD hat ja auch einen ähnlichen Anspruch. Und genau, diesen Eindruck machen die damals. Jedenfalls gehen nur die KPD-Anhänger auf den Straßen, protestieren und so weiter. Und es gibt auch Prügeleien und Schusswechsel und so weiter. Aber das sind alles nur so ein Zeitraum von 5 Minuten, den ich dir jetzt gerade erzähle. Ne? Das ist also nicht so wirklich das, worum es jetzt in diesem Film geht. Wir waren jetzt aber da. Die Kommunisten als aufrechte Kämpfer gegen das neue Regime unter Hitler geht auf die Straße und möchte was dagegen tun. Okay? Genau. Und nur die KPD war mutig genug. Und es kommt dann auch zum Reichstagsbrand und massenhaft Kommunisten werden verhaftet. Wegen den Notstandsgesetzen, die Hitler damals genutzt hat, um seine Befugnisse extrem zu erweitern. Und die KPD sagt sich, jetzt erst recht, jetzt müssen wir nochmal hier ordentlich eine Aktion starten und die fangen an, Flugblätter zu drucken. Und haben sich groß abgesprochen, um die Uhrzeit, ich habe jetzt die Uhrzeit vergessen, sagen wir mal 15 Uhr, wird jeder Flugblätter aus seinem Fenster schmeißen. Und zwar ist es so eine Uhrzeit, wenn so alle Arbeiter gerade von der Arbeit nach Hause gehen oder zur Mittagspause. Privatwohnung? Unter anderem Privatwohnung, aber auch Fabrikgebäude und so. Und
Kurz bevor, also am gleichen Tag, kurz bevor diese Flugblätter rausgeschmissen werden, werden Hans Lohning und drei seiner Kumpels werden aufgegriffen von den Nazis und werden verhört. Die wissen, dass die Flugblätter rausschmeißen wollen, wissen aber nicht, wann und wo. Mhm. Und also sie wissen auch nicht, dass es an dem Tag passieren soll. Mhm. Und sagen wir mal jetzt 15 Uhr. Und die werden halt mehrmals verprügelt, immer wieder zum Verhör geschleppt an dem Tag und immer gefragt, wann und wo sind diese Flugblätter? Mhm. Wann ist diese Aktion? Und du siehst halt immer, wie die auf die Uhr gucken und nichts sagen und dann wieder weggeschleppt werden. Und dann in der nächsten Szene haben sie noch ein dickeres Auge und eine dickere Lippe und so weiter. Mhm. Ja, jedenfalls startet die Aktion mit den Flugblättern erfolgreich und Hans Lohning und seine Kumpane kommen ins KZ und bleiben dort 7 Jahre. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Wie kommen sie wieder raus? Legal oder illegal? Na, ich, Weil eigentlich haben die so Leute ungern wieder rausgelassen. So ein KZ war eigentlich immer ein One-Way-Ticket, würde man sagen. Also der Moment, 7 Jahre, mittlerweile hat schon der Zweite Weltkrieg. 39 wäre das dann? Na, 33 hat der Film angefangen, 7 Jahre, wäre 40. Ja, Mathematik, genau. Mhm. Hm, ja. Ist ja nicht so, dass wir was mit Mathematik studiert hätten, Luis. Nein. Und während er im KZ ist, kommt eine neue Szene. Man sieht auch wieder eine Landschaft, total zerstört, Panzer fahren drüber und es kommt wieder die Sprecherstimme Deutschland. Das gibt es noch ein paar Mal. Aber 1940 war Deutschland noch gar nicht so kaputt. Das kam Damit wollen sie, also gut. Auf den Krieg, genau. Und mittlerweile ist auch Hans Sohn geboren. Der ist irgendwie geboren, am gleichen Tag kam Hans ins KZ, irgendwie sowas war das. Also der war 7 Jahre alt. Naja, genau. Fertig, ja. Fertig. Und dann wird Hans entlassen tatsächlich. Aha. Er hat seine Haftstrafe abgesessen, wird gesagt, er kommt jetzt frei. Und bei der Freilassung? Ich glaube, am Anfang war das noch ganz so krass. In 1933 war das hier erst ein Entstehen, dieses System. Und kann sein, dass auch Leute wieder rauskamen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Das weiß ich nicht. Jedenfalls, er kam wieder raus. Und ich denke mal, das wird schon so gewesen sein, sonst hätte der Film das so nicht erzählt. Ja. Und bei der Freilassung muss er da bei dem, weiß jetzt nicht, wie diese Titel hießen, bei dem Menschen hießen, also er stand im Büro von dem Typen, von dem Obermufti, der da vom Leiter, genau, vom Leiter. Und er sagt, ja, hier, Herr Lohning, ich hoffe, Sie haben sich jetzt hier gemäßigt und haben jetzt hier nicht mehr so einen Unsinn im Kopf, denn beim nächsten Mal kommen Sie nicht so glimpflich davon, beim nächsten Mal gibt es einen Kopf kürzer. So, den Satz kriegt er in den nächsten 2 Tagen mehrmals zu hören, weil er muss sich noch bei der Polizei und so melden. Und kommt also nach Hause, lernt sein Kind kennen, seine Frau kennen, die auf ihn gewartet hat. Hat sie auf ihn gewartet oder? Ja, sie hat auf ihn gewartet. Das ist ja die Klassikergeschichte, dass sie sich dann neu verlieben und alles. Du hast den Film noch wirklich nicht gesehen, nein, Luis? Nein. Weil ein paar Tage später kommt ein KZ, also kommt jemand frei, mit dem er zusammen eingebuchtet wurde. Und dessen Freundin ist tatsächlich fremdgegangen und lebt jetzt mit einem anderen Typen zusammen. Ja, 7 Jahre ist auch hart, kann man ja irgendwie auch verstehen. Ja, und der war auch früher in der KPD, ist aber noch vor der Flugblätteraktion ausgetreten. Das war ihm zu heiß. Und genau. Ja, mittlerweile, Hans ist jetzt auch gemäßigt. Er traut sich jetzt nicht mehr so wirklich, sucht einen Job, geht arbeiten und versucht erstmal über die Runden zu kommen, nicht auffällig zu werden. Und ich glaube, das hat ihn ganz schön gezeichnet. Und ja, seine Frau auch. Man kriegt richtig mit, dass sie noch so diesen kommunistischen Gedanken haben. Und dass sie das verfechten und dass sie gegen Nazi-Deutschland sind. Lass mich raten, sie beschließen wieder was zu unternehmen, weil es sind ja die aufrechten Kommunisten, die immer gegen die Idee der Nazis sind. Korrekt? Ja, aber noch, also es dauert eine ganze Weile. Zum Beispiel wird Frankreich unterworfen und alle feiern, bis auf die Kommunisten, die das gar nicht so richtig sehen, dass es gut ist. Aber sie sagen sich, der große Bruder ist noch da. Und wenn wir uns mal schlecht fühlen, dann denken wir einfach an unseren großen Bruder. Gemeint ist die Sowjetunion. Das ist ja der große Bruder, der auf jeden Fall, solange es den noch gibt, und wird Nazi-Deutschland nicht die ganze Welt erobern. Wird der Hitler-Stalin-Pakt thematisiert? Nein. Okay, es gab ja den Pakt, ich glaube, der heißt etwas anderes, Ribbentrop-Molotow-Pakt, meine ich. Ja, der war auch geheim. Wo auch Osteuropa aufgeteilt wurde. Na gut, aber es ist schon bekannt, dass Stalin, nee, aber der war dann nicht mehr geheim nach dem Polenfeldzug, weil Stalin hat ja Polen auch angegriffen und sich die Hälfte genommen.
Also das war dann schon offensichtlich, dass sich beide abgesprochen hatten. Wird allerdings nicht thematisiert. Ja, die DDR hat das immer sehr gern geheim gehalten. Hm. Das war... Ja, verständlich. Genau. Und jetzt wird aber dann doch die Sowjetunion angegriffen von Nazi-Deutschland. Hm? Und jetzt Hans Lohning und seine Freunde merken, wir müssen jetzt was tun. Wir müssen jetzt die KPD wieder auferleben lassen und müssen auch wieder das mächtigste Instrument, das es damals gibt, auferleben lassen, nämlich wieder Flugblätter machen. Aber das klingt heute ein bisschen lächerlich. Das ist, ich denke mal an Leute, die Werbung verteilen, aber ich sage nur Bruder Scholl, Geschwister Scholl. Das war halt andere, war schon gefährlich. Und sie formieren sich wieder. Diesmal sind sie noch geheimer im Untergrund, gucken sich genau an, wer da kommt und kriegen auch mit, na, das könnte vielleicht ein Spitze sein, den lassen wir nicht rein. Und dann gibt es noch so eine ganz interessante Szene. Erst nachdem er jetzt anfängt, wieder im Untergrund zu arbeiten, sieht man ihn auch mal im Urlaub mit seiner Frau und seinem Sohn und Sonnenschein an der Ostseeküste und alle sind total happy, bis auf die Frau, die sagt, ich weiß nicht, was die Zukunft bringen soll. Und Hans Lohning weiß aber, der kommunistische Gedanke wird siegen. Es wird eine strahlende Zukunft geben über Deutschland und alle werden Friede, Freude, Eierkuchen total happy sein. Mhm. So. Aha, ja. Mhm. Können wir uns alle denken, dass dieser Film voller Propaganda stinkt? Der Pathos. Ja, aber das hat wieder das zieht sich durch den ganzen Film, die KPD. Aber das klingt bis jetzt verhältnismäßig realistisch. Ja, 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 also den, klar, aber diesen Film zu machen und dieses zu sagen, das stinkt schon so ein bisschen danach so, ja, die KPD wusste von Anfang an, was gut ist und was nicht und konnte die Zukunft korrekt vorhersehen. Das waren die einzigen Aufrechten, ja, die einzigen. Genau, und dann kommt wieder eine Einblende, man sieht kaputte Städte. Und ein Sprecher sagt, Deutschland. Es ist immer noch Krieg. Mittlerweile gibt es aber, die Nazis geben sich mehr Mühe, diese Hamburger Zelle zu finden, die mittlerweile ganz bekannt ist. Und sogar die Flugblätter werden sogar an der Front gelesen. Und ja, sie werden verraten. Komischerweise durch genau denjenigen. Dessen Freundin? Genau. Macht Sinn. Also nee, nicht dessen Freundin fremdgegangen ist, sondern von dem Lover der Freundin. Weil er selber wurde nämlich als Kommunist verdächtigt und dann hat er gesagt, nee, ich habe nichts zu tun, aber ich weiß, dass hier die anderen, die haben eine Zelle und ich weiß, wo die sind. Die wollen ihn auch aus dem Weg haben, um die Perle wahrscheinlich für sich zu haben. Nee, das nicht. Er will einfach seine eigene Haut retten, weil die Nazis ihn sonst verknacken wollen und hinrichten. Und dann hat er halt die anderen verraten. Und tatsächlich werden Hans und seine Freunde verhaftet. Und normalerweise ist ja so Kopf ab. Es ist kurz vor Kriegsende. Da kriegen sie einen Prozess. Hans Lohning ist vor Gericht und hält eine siegreiche Rede des Kommunismus und dass der Kommunismusgedanke wird auch ohne ihn weiterleben und Deutschland wird sich dem Kommunismus als die Wahrheit finden und so weiter. Also die Rede ist wahrscheinlich auch die 50er Jahre gerichtet, dass eigentlich Deutschland kommunistisches Land zu sein hat, denke ich mal. Das ist ja die Kernaussage davon. Genau. Vermute ich mal. Und darum geht es ja eigentlich. Das ist ja das eigentliche. Es ist ein Propagandafilm. Und zwar auch die damalige Aktualität, die 50er Jahre gerichtet. So hört sich das für mich an. Okay. Genau. Ja. Und große Rede, was passiert dann? Ich würde sagen, er stirbt, richtig? Er wird zu Tode verurteilt und stirbt. Und schreibt auch noch aus seiner Henkerszelle, er einen Brief. Seine letzten Worte gelten die seiner Frau oder dem Kommunismus? Ich wette dem Kommunismus. Seiner Frau, seinem Kind, dass sie nicht verzagen sollen. Sie sollen auf die glorreiche Zukunft Deutschlands gucken. Die der Kommunismus ist. Natürlich. Ah, so ja, Steffen, jetzt hast du erzählt, was der Film erzählt. Wie ist denn deine persönliche Meinung? Ich denke, dass der Film also er wurde von der DDR ausgezeichnet. Der Schauspieler hat auch eine Auszeichnung bekommen. Der Schauspieler, der unser Geburtstagskind von vor 100 Jahren ist. Wilhelm Koch-Hoge. Und ich gucke gerade, er hat nämlich den Nationalpreis der DDR bekommen. Ich liebe DDR-Spezialisten, ich habe jetzt vergessen. Ach hier, Ernst Thälmann. Ach Quatsch. Ich weiß gerade nicht, wer er hat einen Preis bekommen. Aber das ist der Preis, den man überhaupt bekommen kann. Ja, gut, okay, er hat den Preis bekommen. So. Genau.
Und also ich würde ihn nicht nochmal gucken wollen. Er ist in Schwarz-Weiß komplett, das stört ja eigentlich nicht. Aber das, also dieser Film stinkt halt voller Propaganda. Das kann man heute nicht mehr gucken. Es ist aus heutiger Sicht nicht guckbar, kannst du nicht empfehlen? Er ist guckbar im Schulunterricht, wenn man sich mal mit der DDR beschäftigt. Er sollte nicht geguckt werden, um zu gucken, wie man früher zu Nazi-Zeiten sich gewehrt hat gegen Nazis. Also es klingt jetzt nicht, dass man ihn gucken soll. Also man soll ihn nicht gucken als Privater. Man kann ihn gucken, wenn man sich mal mit Propaganda der DDR beschäftigen möchte. So als Forschungsarbeit. Genau. Aber privat nein. Geschichtsstudium. Nicht mehr zeitaktuell. Auch hat er einen Trash-Faktor? Was meinst du mit Trash-Faktor? Na, dass er so scheiße ist auf Deutsch, dass er wieder gut ist. Nein, weil dafür ist der Film zu ernst. Der ist zu ernst, okay. Der ist sehr ernst. Man kann nicht drüber lachen. Nee. Aber die Protagonisten sind immerhin relativ glaubwürdig. Also du hast ja gesagt, das sind immerhin keine absoluten Überhelden und nicht so schwarz-weiß, sondern... Nee, also das sind vor allem so Charaktere, wie sie auf der Straße zu finden sind. Das sind keine Überschönlinge, sondern das sind halt Menschen mit Charakter. Also du konntest dich mit denen in einer gewissen Form identifizieren. Ja, klar. Also von dem abgesehen, was aus ihren Mündern herauskam, konnte ich aber die schauspielerische Leistung war sehr gut. Also es war ein gut gemachter Film. Die mussten wahrscheinlich gewisse politische Ziele verfolgen, sonst hätte es diesen Film so nicht gegeben, weil die Mittel nicht bewilligt worden wären. Also es ist schon klar, warum der ein ausgezeichnet wurde, der Film in der DDR. Ja. Und man kann mal schauen. Also ich empfehle übrigens Wikipedia, da gibt es auch noch mal die ganze Auflistung von seinen Filmen und doch ein Polizeiruf 110 mitgespielt und so weiter. Sag nochmal den Namen des Schauspielers, den Titel des Films und das Jahr. Wilhelm Koch-Hoge. Der Film hieß Stärker als die Nacht von 1954. Danke, Steffen. Bitte. Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030 814 55339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich ran. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet. Ansonsten könnt ihr auch info@vor100.de eine Mail schreiben, aber 030 814 55339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter Patreon, PayPal, Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.